So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Beastwalker Folge 13. Kurz gucken, ja, läuft. Letzte Folge ging es ja immer noch gut ab. Der Torbi ist immer noch dabei. Oh ja. Hallo. Und ich merke gerade, unser Generator verschwendet mal wieder die Kohle. Wie schön. Wir haben uns jetzt hier rangemacht, so ein bisschen den Magma Crucible und sowas zu bauen. Und sobald jetzt auch die Engine, ja, die Engine ist eigentlich leer. So, dazu nehmen wir aber diesmal keine Lava. Ich hab einen Diamant gefunden. Nice. War da nur einer? Das kann doch gar nicht sein, dass nur einer war. So, und jetzt produzieren wir hier mal ein bisschen Pulverized Obsidian. Meine Hand. So. Du hast mir bis jetzt immer noch nicht gesagt, was du damit alles vorhast, was du damit machen willst. Na, ein Liquid Tracer Rugged. Okay, ja, was bringt er dir? Ja, da kann ich zum Beispiel Lava reinfüllen, zum Beispiel aus der Hölle, und er füllt dann die einfach in meine Welt. Achso, also quasi eine Never-Lava-Pumpe. Yep. Alles klar. Ziemlich übertrieben, das Ding. Auch wenn mir die Ender-Tanks persönlich lieber sind, aber mein Gott, man kann sich nicht alles cheaten. Ach, hier war deine Turtle. Ich bin gerade überlegen, ob ich die vielleicht nochmal losschicke zu meinen. Ah, noch Diamanten gefunden, oder? Nee. Das ist Eisen, glaube ich, oder? Aber wo ist die Turtle hin? Silver, oh, die ist in einer Kiste drin. Ich weiß gerade aber nicht in welcher. Ach, da. TT's Knecht. Das wird so geil, ey. Ich freue mich schon, wenn die anderen erstmal ihre Turtles benannt haben. Boah, die kann man so behinderte Namen geben. Ja, ich weiß, aber ich meine, du siehst das doch nicht, was die denen für Namen gegeben haben. Wohl, nee, ich brauche dazu jetzt wieder eine Kiste, und eine Kiste habe ich momentan nicht. Diamonds! Er findet erstmal wieder Diamanten. Lol, da ist erstmal Lava. Ja, nice. Die erstmal von oben auf mich runterfließen will, ist schon nett. Ich baue mal auch Redstone und all den ganzen Kram auf. Auch mehr. Also ich habe jetzt bis jetzt nur zwei Diamanten gefunden. Eine riesen Ausbeute, sag ich dir. Mhm. Was bringt denn dir dieses, warte mal, Pharaoh's Ohr? Das Pharaoh's Ohr brauche ich, um den Induction Smelter zu bauen. Okay, soll ich es abbauen, also mitnehmen? Wäre mhm. Nicht schlecht. Überall Lava, ey. Da sind wieder eine Charts. So. Wieder eine Charts, ja. Was sind? Bis. Kommen wir jetzt fertig mit dem Obsidian. Ich finde kaum Kupfer, Alter. Warum mehr Kupfer? Und Tin. Mhm. Für ein. Das ist Silberohr. Wofür braucht man jetzt genau Silberohr? Für Glasfaserkabel. Viele benutzen hauptsächlich Redstone für Glasfaserkabel. Ich nehme lieber, Silber, weil da kriege ich gleich nochmal zwei Stück mehr raus. Ja, stimmt. Da rege ich mich auch besonders auf, wenn das Leute, also zum Beispiel beim Megaprojekt, wenn das Leute machen, so hier aus statt Silber Redstone nehmen, obwohl sie das Zeug mehr als genug haben, da kriege ich manchmal so einen dicken Hals. Du benutzt ja Silber sonst für gar nichts, oder? Mhm. Ja, siehst du dann. Kann man wenigstens dafür das verwenden, so. Hast du schon welche gemacht, Silber, Glasfaserkabel. Noch nicht. Könnte ich aber theoretisch machen. Ja, brauchen wir noch nicht, glaube ich. Probieren. Mit gelbe Charts.
Wie lange braucht denn das Ding jetzt endlich mal warm zu laufen hier? Verdammte Axt. Wenn ich erstmal richtig viel Stuff habe hier, dann werde ich richtig ausrasten. Hier sind Tin. Ne. Tin. Tin? Sind ja gerade nicht. Ich muss gerade nach Tin. Lidohr. Wofür braucht man Lidohr? Kannst du eigentlich da lassen? Egal, hab ich abgeholt. Also ich persönlich finde, dass es das hauptsächlich nur für Buildcraft für einige Sachen gut. Ansonsten, na. Ja. So, Oh, Alter, jetzt. jetzt ist voll die Zombie an mir. Nee, nee. Ganz ehrlich, also wenn du von Left 4 Dead 2, ich weiß ja nicht, kennst du Left 4 Dead 2? Ich hab das Left 4 Dead 2 auch, ja. Wenn du von Left 4 Dead 2 ein Zombie niemals im echten Leben haben willst, also wenn es wirklich eine Zombie-Apokalypse geben würde, welche wäre das? Inwiefern? Eine Art von Zombies. Eine Art von Zombie. Boah, das ist eine gute Frage. Ich meine jetzt nur von den Mutierten. Eine Art von den Mutierten. Ja, die normalen, die können ja, kannst du gar nicht dazu zählen. Also Charger, Witch und Boomer, glaube ich, sind erstmal zu übertrieben. Also ganz ehrlich, mir persönlich wäre der Char also der Charger, weil. Ich meine, ich glaube auch eher Charger, weil Tank und so ist echt zu übertrieben. Der Tank, den gibt es wahrscheinlich nie. Witch. Okay. Ist im Rahmen des Möglichen. Splitter. Ganz ehrlich, wer so aussieht, würde ich nicht im echten Leben kennen. Der stell mal vor, da ist echt. Läuft echt so jemand rum, der. Boah, Alter! Ah, richtig hardcore. Ganz ehrlich, die Person muss sich doch irgendwie gedisst fühlen, wenn man die dann wenn man die ganze Zeit sagt, da vor sich Splitter over there. Ja, stimmt. Spielst du es noch? Also spielst du es ab und zu mal? Nee, eigentlich nicht. Ich spiele das wirklich nur noch sehr, sehr selten, weil es ist ziemlich. Also ich habe die Kampagne sowieso ziemlich, ziemlich selten gespielt, weil ganz ehrlich, die Kampagne ist einfach nur scheiße. Ich spiele über die Customs-Maps. Wahrscheinlich habe Okay, ich ich. habe es auch relativ wenig gespielt, immer nur mal online mit ein paar Amis oder so. Ja, das sowieso. Vor allem dann kommen ja meistens doch noch so Leute, die ich nach dem Alter fragen und dann so sagen, ja, wir haben jetzt deine Steamer-ID und so. Das ist total bekloppt, weil ganz ehrlich, weißt du, wenn solche Leute ins COD gehen, weißt du, wie viele Leute EA bannen müsste? Das Spiel wird, glaube ich, von glaube ich, 40-prozentigen Minderjährigen gespielt. Ja, das ist also COD generell. Also das ist jetzt ein Zitat, Leute. Das ist jetzt nicht meine Meinung. COD, er steht für Clowns ohne Dödel, Spiel ist und verblödet, denn das Game ist einfach öde. Oh, das kann man nicht so direkt sagen. Also ich persönlich finde Call of Duty gar nicht so schlecht. Ja, also ganz ehrlich, so wenn ich Ist gerade. halt der Aushängeshooter Nummer 1 irgendwie. Ja, ganz ehrlich, aber wenn. Von COD finde ich immer noch MW3 irgendwie am beschissensten. Ist es ja auch. Ich persönlich. Oh, ich habe eine Kartoffel bekommen. Zombie. Ich. Ich persönlich finde MW2 am besten. Ja, MW2 habe ich auch sehr viel Gutes gehört. Hab mir auch mal anguckt, habe ich so gedacht. Nice. Ja, ich hab's auch. Ist auch eigentlich echt das Beste. Jetzt kommen die ganzen. Ja, ihr habt doch keine Ahnung. Leute, ganz ehrlich. Ich persönlich habe wirklich keine Ahnung. Das liegt aber auch daran, dass ich kein Shooter-Fanatiker bin und immer noch lieber so den kindlichen Wurm habe, als die ganze Zeit mein Hirn irgendwie Also ich wegzublasen. persönlich habe vielleicht schon eine Ahnung, aber ich meine, MW3 ist einfach nur das absolut schlechteste von den Call of Duty-Teilen. Ja, ich habe gehört, da kann man zu übelst gleich spawn-rapen und sowas, also. Ja, aber auch darum geht es gar nicht irgendwie. Also das Spiel an sich ist einfach nicht gut gelungen, finde ich persönlich. Also MW2 war da einfach nur das Beste. Jetzt mal gucken, wie das neue Ghosts wird. Black Ops 2 konnte man sich Ganz auch nicht ehrlich, geben. da kann ich jetzt eigentlich nur sagen, ich interessiere mich dafür die Reihe ja nicht, ne? Aber wenn ich dann so gehört habe, ich habe ja dann so gehört, ja, jetzt kannst du auch so mit Hunden spielen, toll. Jetzt freut man sich über Hunde, die besser aussehen, die man jetzt als Begleiter hat, toll. Und was hat man davon jetzt bekommen? Nüscht. Ja, damit ziehen eigentlich alle nur die anderen immer auf, also die
so, ja, bla bla, ihr wollt ja eigentlich, das Einzige, was besser gemacht wurde, sind die Hunde, haha, witzig. Ja, das ist alles einfach nur so eine Art Running Gag. Den Hunden, ich meine, die wird es zwar geben, aber ist jetzt nicht so extrem wichtig fürs Spiel, glaube ich. Also du hast, kannst die zwar steuern und so ein Scheiß, aber... Da kannst du gleich GTA 5 zocken, da kannst du Hunden... Ja, 5 ist immer Spaß, bestes Spiel. Ja, ganz ehrlich, da kannst du gleich ein paar Hunden zusehen wie die Vögel, ne? Verfickter Hund, hör auf zu vögeln. Ich hab das bei Pete Smith gesehen. Oh ja, ich hab mir das von ein paar anderen Leuten auch noch angeguckt, weil ich will mich nicht, weil ich will anderen auch eine Chance geben und Alter, ohne Spaß, die haben alle irgendwie dasselbe gesagt. Keine Ahnung, es geht mir halt nicht darum, jemandem eine Chance zu geben. Ich gucke ja auch andere Let's Players zum Beispiel. Ja, ich finde hauptsächlich dadurch, weil viele dann immer das neueste Spiel spielen, finde ich dann auch ein paar neue YouTuber, die ich auch ganz interessant finde. Und da frage ich die auch mal, ob die Bock haben, mit mir zu zocken und so. Das ist schon ziemlich geil, weil... Keine Ahnung, ich gucke einfach Pizza mit gerne, weil die einfach nur richtig gute Videos machen. Ja, sie machen gute Videos, aber dafür sind sie auch übelst die Abo-Box-Fluter. Oh, aber das stört mich weniger. Ja, also mich stört's schon, weil ich hab's deswegen auch deabonniert, weil meine ganze Box, die war nur voll mit PeteSmeet-Videos, die anderen haben gar nicht, ich habe die gar nicht mehr realisiert. Inzwischen habe ich die deabonniert, das sehe ich auch mal wieder von den anderen paar Videos. Wo ich als erstes dachte, die wären ausgestorben. Ich habe erstmal ja, eine gute Woche dran gesessen, erstmal alles abzuarbeiten. Ja, nee, ich hab auch nicht so viel. Ich habe zwar schon ein paar viele Kanäle abonniert, aber die halt. Davon sind viele mittlerweile machen entweder ganz wenig Videos oder gar keine mehr. Ich habe einen Spawner gefunden. Nice. Aua. Und ja. Das heißt, der Server gerade leckt. Also bei mir wirst du jetzt nicht. Keine Kisten öffnen. Ja, ein Dachsen-Smelter, ja toll, 400 Megajoule. Lol, ich kann keine Kisten öffnen. Ich kann alles abbauen, aber ich kann die Kisten in dem Spawner nicht öffnen. Ich muss jetzt mal was weg. Toll, ja, der Spawner. Ah, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe, ich Depp. Lol, ach scheiße. Was denn? Die Kisten stehen genau an der Grenze zum Spawn. Deswegen, ich kann... Neben den Kisten kann ich alles abbauen, ab den Kisten nicht mehr. Also ich kann die Kisten auch nicht öffnen, weil der denn? Spawn ist. Hä? Wo bist du denn? Ja, in einem Spawner, also unter... Warte kurz. Unter dem Spawn. Ja, wahrscheinlich. Warte, ich komm zu dir. Ich kann die Kiste einfach nicht öffnen. Du kannst sie wahrscheinlich öffnen. Ja, ich bin OP, ich kann das. Ich bin 18, ich kann alles. Warte mal ganz kurz. Ja, jetzt ist er wieder still. Ich musste kurz... Rauschen! Was? Da war gerade ein Rauschen. Okay, da ist eine Stedford-Drohne, ein Sattel, Knowledge Chocolate, Coca-Bean, Brot, ein Eimer. Was denn? Buch mit Zorns, ein Sattel, 4 Eisen, 3 Kupfer, Gunpowder und ein Eimer. Nimm alles mit. Ich habe gehofft, dass wir eine Portal-Gun finden. Das wäre ziemlich übel gewesen, ne? Richtig nice. Du findest aber auch, ne? Kannst du finden. Das wäre ziemlich übel, wenn wir eine finden, ne? Also hier unten habe ich definitiv mehr als genug Lava, hier kann ich eine ganze Weile pumpen. Oh, es ruckelt da gerade. Also in Wien und in oh, ruckelt! Oh. Was? Es ruckelt gerade übel. Greggy ist wieder da, Greggy, verpiss dich aus meinem Rechner. Wer ist Greggy? Das sind Frame-Einbrüche. Gut, dass man ein Jetpack hat. Lass den Creeper doch in Ruhe. Ich habe mir gestern Pain and Gain angeguckt. Habe ich mir auch schon angeguckt.
Der Film kann ja eigentlich gar nichts. Ja, irgendwie schon nicht, ne? Aber er ist schon witzig, Theorie. Eigentlich ist er Ganz eigentlich ganz ehrlich, schlecht. da fand ich persönlich, dass es das Ende um einiges besser. Juhu, blaue Charts. Willst du auch wissen, worum es denn das, dass es das Ende geht? Ich Ziemlich. hab ihn noch geguckt. Hä? Ich hab ihn noch angeschaut. Echt jetzt? Oder was meinst du jetzt? Was meinst du jetzt? Das ist das Ende. Achso, nee, den habe ich nicht geguckt. Ey, ganz ehrlich, den musst du dir unbedingt geben, Alter. Wie bekloppt manche Menschen sind. Also ohne Spaß, ich muss bei dem Film ordentlich feiern. Okay, dann spoiler nicht. So, dieser Rugged Frame. Nee, da kannst du doch gar nicht richtig spoilern. Ich sag nur eins. Wasch. Lol. Oh, jetzt. Oh, nice, nice, nice. Komm, 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 komm. Gib Steady, gib Steady. Was jetzt? Jetzt wird endlich der scheiß Teaser Rugged Frame hergestellt. Ey, der erste. So. Brauchen erstmal genügend Strom. Ja, ich könnte einen Geothermalgenerator bauen dann, ne? Ja, mach dann. Ja, gut. Jetzt bin ich wieder hier, lol. Ach, die Leute werden sich so aufregen. Ah, das wird so gut. Also ich Ich brauche. habe echt viele Charts gefunden. Moins. Ich guck mal kurz, wie kann ich das einstellen? Was denn? Owner only? Ich nenne jetzt einfach mal. So, fertig. Eingestellt. Den ersten oder was? Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen Geothermalgenerator. Dazu brauche ich einen ganz normalen Generator. Diamanten gefunden. Alter, jetzt bin ich ein Skelett aufs Maul. Lass meine Diamanten in Ruhe. Obwohl, ja, jetzt das Ding zu bauen wäre ein bisschen. Bisschen wasted. Solange ich den zweiten nicht habe. Nice. Ich habe jetzt insgesamt schon 6 Diamanten gefunden. Also habe ich dir die 2 Diamanten, die ich dir abgezogen habe, für die Longfall gut Okay, gemacht. ich brauche insgesamt 1000. Das bedeutet, ich bräuchte jetzt doch mal drei Dingens. So, wo ist der Innerz? Turtle. Ach komm, mache ich einfach noch mal vier. Ups. Okay, ich habe gerade ganze Menge Eisen verballert. Für was? Für Enderperlen. Lol, doch noch nicht dein Ernst jetzt. Ja, aus Versehen. Oh Gott, ey. Was, wofür braucht man Tungsten? Für gar nichts. Okay, dann schmeiß ich das weg. Wasted material ever. Ach ja, kann ich mir später noch ein paar Liquid Tracer Racks mehr bauen. Scheiß drauf. Brauchst nur 2. Ich weiß, aber ich kann mir dann auch vielleicht noch einen aus Dingens bauen. So. Jetzt ist die Frage. Oh lol. Ich werd grad tot geklatscht von einem Zombie. Okay, mein Jetpack ist fast leer. Muss aufladen. Ja, ich weiß, ich pack's gerade in eine Bad Box. Also meins ist auch fast leer. The Ich hol Bad Box. das Gold da drüben. Dann komme ich wieder zurück erstmal. Ich finde sowieso, dass ich freue mich schon richtig, wenn ich die Gravity Suit habe, ne? Alter, ohne Spaß. Die Leute, also wenn es wirklich ein PvP-Event auf dem Server gibt, ne? Mit meiner Gravity Chest, ne? Ich werde immer als Sieger hervorgehen. Ja, durch mein Quantum und so ein Scheiß dran ist so overpowered. Ach, Quantum. Wenn ich mir dann, wenn Ticker noch drauf wäre, könnte ich mir ein Schwert machen, das geht durch die Rüstung durch, dann würde ich euch noch alle ficken. Ohne Scheiß. Ihr werdet so. Ich würde euch so fertig machen. Das glaubst du gar nicht.
Und ich könnte mir natürlich auch ein Schwert machen, was Köpfe stiehlt, ne? Ja, muss da verzaubern, ne? Alter, ich habe jetzt schon 11 Diamanten gefunden. Alter, nice. Das muss ich nicht direkt ver Nice. das muss ich nicht direkt verzaubern. Mach dir halt einen Nano-Saver. Ach, das ist so Mainstream. Ja, hier ist einfach alles zum Mainstream, was die im Megaprojekt gemacht haben. Ja, irgendwie schon, ne? Ich meine hier, Scheiße. das mit den Turtles, die Idee von Sepp, fand ich eigentlich ziemlich geil. Ich habe das vor auch zu machen. Von welchem Sepp? Zipsep. Achso, Ey, was ganz. hat er gemacht? Ja, ich habe als erstes gedacht, vielleicht baue ich hier auch noch so einen Turm hin. Hat dann eher gedacht. Also ich, das ist jetzt, das werde ich jetzt auch mal in die Beschreibung packen, Leute. So wollte ich eigentlich mein Haus bauen. Ihr müsst ja mal in die Beschreibung gucken. Ich erzähle das jetzt gerade mal Tobi, weil ich hatte vor, einen Drachen auf meinem Grundstück zu bauen, ne? Einen richtig übertrieben fetten. Alter, ohne Spaß, das mit Lava aus dem Maul sabbert und so, ne? Also auch mit Flügeln, Krallen und sowas, ne? Das Ding sieht allein schon von der Zeichnung ziemlich überpowered aus. Ich stell dir das Ding mal in Originalgröße vor. Geht's denn hier raus? Ich könnte dich ja jetzt hier pillen, aber dann gibt's hier wieder Strafe, so, hey, Broken Sums Gefängnis. Oh, scheiße, falsches Projekt. Broken Sums. Broken Sums. Ja, ich muss Boah, sowieso gucken, wo der Ausgang ist. wie wurden die nochmal genannt? Broken Schwanz TV? Ja. Ey, ganz ehrlich, wie kommt man auf so einen Namen? Ich meine, okay, sie sind ziemlich assi und sie haben ziemliches Trollniveau, machen eigentlich gar nichts, außer zu nerven, was ich auch ziemlich geil finde. Aber ganz ehrlich, Broken Schwanz TV, ich glaube, das ist ein Stück härter als eine ganze Yu-Yu-Meta-Produktion in einmal zu kloppen. Ja, das könnte schon unter Umständen sein. Ey, wie Scheiße. viel MJ-Produktion, wie viel. Richtig, du Scheißskelett. Was will denn jetzt? Weg. Ach, da haben wir noch Eisendust. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja. Wie das Ding ging. Scheiße, gleich wenn mein Jetpack alle ist, dann komme ich hier nicht mehr raus. Ich könnte dann theoretisch meins runterwerfen. Ich muss erst mal gucken, weil ich versuche gerade den Ausgang. Na, weil das Da war meine. die, da war die, da war die Turtle, ja. Also ich weiß da zum Glück, wo alles ist. So, ich brauche wieder zwei Tin, zwei Silber und ein Kupfer. Ah ja, ich hab's gefunden. Bin da, warte. Jetzt. Nee, jetzt noch nicht. Wo ist das ganze Tin hin? Hier raus? Da geht's raus. Raus da. Juhu! Yeah! Wow! Alter Vater. So, jetzt packe ich mal die Kiste hier voll. Charts, 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 Charts. Die sind noch gelbe Charts, die kannst du noch mitnehmen. Alter, krank, wie viel Eisen. Ich gefarmt habe. Ja. Da war noch viel mehr, ja. Ich habe das aber alles nicht mitgenommen. Also, das hat zu viel Zeit in Anspruch genommen. Komm, wir tauschen mal kurz die Materialien. Ich brauche noch das zweite. Ja, ihr werdet noch wissen, was das ist. Ja, die Force Mitter und so, ne? Da werdet ihr noch schön freuen. So, was ich jetzt wieder brauche, ist Ferris. Obwohl. Na, ich brauche wieder Obsidian. Davon brauche ich 8 Stück. Das heißt, ich muss dann in der. So, nice, Jetpack wieder aufgeladen. Obwohl, ich kann mir doch eigentlich Obsidian auch Du hast herstellen. eine standhafte Drohne gefunden.
Dingens. Dein. Mach, wo ist die? Da. Ich geh mal kurz Dinger holen hier. Mm. Rubber. Weil hier ist der Barschau ist schon wieder ein bisschen was nachgewachsen. Alter! Jetzt verbrauchst du übelst viel Strom, ne, mit deinen... Ich weiß. Ich will überlegen, ob ich das Ding jetzt einfach mal wieder mit einer Lavazelle vollpumpe. Wisst ihr was, mache ich auch einfach. Ich meine, den kann man sich schnell herstellen. Ja. Aha, was haben wir hier? Weiß Obsidian? Ja, das brauche ich gerade. Lead Ingot oder Weiß Obsidian? Nice. Eisen noch die Enderperlen. Oh, mein Rücken. Ja, das ist schon ziemlich krank, ne? Aha. Ich meine, wir sind jetzt. Noch, also etwa? Ja, noch maximal 2 Minuten, würde ich sagen, weil dann habe ich eigentlich schon wieder gut was aufgenommen. Okay. Also, ich habe eigentlich noch Bock, ein bisschen mehr aufzunehmen, weil. Ich habe eigentlich vor, demnächst noch schnell einen Recycler auf jeden Fall zu bauen. Das ist der. Und dann vielleicht noch hier dieses komische Cobblestone-Generator, sodass er die ganze Zeit Scrap produziert. Packe ich noch einen Shunkloader hin. Sodass er die ganze Zeit den Scrap rauspumpt. Und. Was ist? Schlafen wir ja. Ja, dass er eben das ganze Zeug eben rauspumpt, also das ganze Scrap. Und ich dann. Oder einfach noch eine Automatik-Crafting-Bench hinpacke. Und das direkt zu Scrapboxen verpackt. Okay, ja, wir können aber mal. Ich würde vielleicht nächstes Mal noch zwei, drei Crafting Tables mehr machen, also dieser Special. Hm. Wie heißen die nochmal? Project Table. Project Table, genau. Project Table, wie macht man die Kiste? Holz drumherum, oben Stein. Ja, easy. So, ich lasse jetzt erstmal ein bisschen MJ produzieren. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich das jetzt offline einfach mal so machen darf. Deswegen. Ich bin nämlich jetzt am überlegen, ob ich das Ding jetzt einfach noch ein bisschen laufen lassen kann. Wisst ihr was, ich baue jetzt auch eine zweite Stirling Engine mal auf die Schnelle. Hast du noch geschmolzen, also glatten Stein? Nee. So, komm. Scheiße, wo habe ich jetzt das ganze Holz? Ich habe Holz und in meiner Kiste hier. Ja, also in unserer Kiste hier oben ist noch ganz viel Holz drin. Ich brauche noch 3 Truhen. So, zack, zack, zack. So, zack, zack. So. So ein Redstone. Forgotten Player Joint again. Ja, der kommt jetzt gut, jetzt wo wir gleich Ende machen. Jetzt klaust du mir das ganze Holz, Alter. Ja, ich muss ja auch gerade Dingens bauen. So, bitteschön. Ja, nice. So, zack, zack. So, jetzt noch ganz schnell das Ding anwerfen. Gut, so Leute, ich würde sagen, ich mache dann jetzt auch Ende. Ist jetzt
knapp vor 30 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ne? Ich sag das zwar nicht gern, aber wäre nett, wenn ihr einen Daumen hoch geben könntet. Vielleicht noch ein Abo, wenn es euch gefallen hat, damit ihr nichts mehr verpasst. Favo braucht ihr nicht geben, ist ziemlich unnötig. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!